Okay, dann wollen wir weitermachen. Wir sind jetzt vorm Water Temple. Habe ich ja gesagt, dass ich bis hierhin spielen werde, damit wir hier weitermachen können. Ich wollte erst den Punkt holen zum Teleportieren, also habe es versucht. Aber ich dachte mir, Sidon redet noch ein bisschen. Nee, das willst du dann auch schon irgendwie im Stream haben. Nee, das hab ich hätte das letztes Mal noch machen sollen, den Punkt holen zum Teleportieren. Habe das aber vergessen. Weil dir einmal die Frage kommt, was ich heute mache, alles. Boah, also. Ich will halt höchstens, da war irgendwo noch eine Sidequest, die hier irgendwie ist, die will ich langsam mal starten, weil immer wenn ich verkaufen wollte, war hier ein NPC, der mich genervt hat. Ich würde gerne auch mal gucken, wie das jetzt eigentlich da aussieht, ne, wo das Jägerversteck ist, würde mich mal interessieren. Ob wir das machen heute, weiß ich aber nicht. Und dann mal schauen. Hinten war ja auch noch ein Sidequest, irgendwie hier. Die wollte ich eigentlich auch mal starten. Das hat was mit dem, weil ich auch immer mal einen Geldguide machen will. Habe ich ja schon erzählt. Es ist halt schwerer, wie gesagt, in dem Spiel Geld zu farmen. Und da wollte ich halt auch ein paar Sachen mit zubauen, wo es wenigstens immer ein bisschen geht. Ansonsten, weiß ich nicht, ansonsten machen wir einfach wieder so frei Schnauze. Vielleicht machen wir auch die Gerudo. Weiß ich noch nicht. Oder den Schrein habe ich noch nicht gemacht. Die Schreine hier oben habe ich auch noch nicht gemacht, die ich hier aktiviert habe. Den habe ich schon lange aktiviert und nicht gemacht. Noch irgendwas vergessen? Ich glaube, ich habe wieder irgendwas vergessen, was ich letztes Mal auch gesagt habe und noch nicht gemacht habe. Keine Ahnung. Untergrund haben wir noch keine neuen Sachen. Die Sachen, die ich markiert habe, diese Truhen, die haben wir geholt. Das war's. Wir haben aber keine Xe mehr. Das heißt, ein bisschen freie Schnauze, mal gucken, falls mir noch irgendwas einfällt, was ich letztes Mal vergessen habe zu erwähnen, was ich erwähnt habe, aber nicht gemacht habe, dann ist das so. Dann ist es so. Hast du den Untergrund gerade gesehen? Konntest gerade sehen, den Untergrund. Ich weiß nicht, ob du das jetzt mitgekriegt hattest. Ja, einiges haben wir mittlerweile. Es sieht schon besser aus jetzt. So, welches Set tragen wir denn mal? Eigentlich will ich ja. Es ist halt immer am sinnvollsten, das erstmal zu tragen mit dem Damage, ne? Burki, moin. Die Burgda-Sachen zählen nicht zu den 100%. Hab's heute mal nachgeguckt. Meinst du die Dummster? Diese Leute, die die Schilder halten? Meinst du die? Was für ein fantastischer Ort. Und allein die Vorstellung, dass er über unserem Dorf im Himmel schwebt. Link, schau nur. Das ist der Ursprung des Schlamms. Überhaupt keinen Zweifel möglich. Was immer es auch genau sein mag, wir müssen es irgendwie aus der Welt schaffen. Ja. Das ist die Lösung. Schau, da oben, Link. Wir müssen lediglich dieses Wasser zur richtigen Stelle leiten. Ja, wie gesagt, ich habe letztes Mal den Dungeon nicht ganz gemacht. Also ich habe nur bin hingelaufen, war es ja doch schon später. Später, als ich dachte. Jetzt werden wir den halt auch mal beenden. Der sieht aber auch gar nicht so groß aus, wenn ich ehrlich bin. Ich habe letztes Mal auch über die Dungeons geredet, dass sie nicht so groß wirken, wie es gesagt wurde im Internet. Habe heute ja einen Guide gemacht zu, zum zweiten Dungeon, zum Feuertempel. Vom Außen betrachtet sieht es schon aus wie ein großer Dungeon, muss man sagen. Optisch, ja. Fühlt sich beim Spielen aber nicht so an, muss man sagen. Liegt ja auch daran, dass du sehr viele Strecken mit der Lore immer fährst. An sich weiterhin muss ich auch sagen, der Feuertempel ist, finde ich, jetzt auch nicht so mega toll. Ich mag die Musik darin gerne, erinnert mich voll an Ocarina of Time. Ich mag auch den Boss sehr gerne. Ich finde aber dieses ständige Rumgefahren mit der Lore irgendwie. Ja, so toll ist es nicht. Oh. Ah. Oh, ah. Es funktioniert nicht. Ja, warum wohl? Aber du hast es doch auch gesehen, oder Link? Dieser Mechanismus hat etwas bewirkt. Nur reicht die Wassermenge noch nicht. Ach ja, ich wollte den Sound mal ein kleines bisschen lauter machen. Wenigstens nur minimal, 2 Dezibel. Bewirb dich für den dritten Teil als Synchronsprecher für Sidon. Diese Motivation beim Sprechen. Ich übe ein bisschen für mich. Hier entspringen die reinen Wasser des Dorfes der Soras. Nutze deine Macht und öffne die 4 übrigen Speier, damit sich hier genug Wasser sammelt. Also, ich hab's minimal rausgehört, dass das dieselbe Stimme ist, die. Ich weise dir den Weg. Es ist dieselbe Synchronsprecherin wie Mipha, so wie bei den anderen auch. Aber die Stimme klingt halt schon sehr anders als Mipha. Mipha war eher so, oh, ich weiß nicht, wie wir es machen sollen. So ein bisschen, wie soll ich sagen, weinerlich, wie das gerne Leute gesagt haben. Jetzt überhaupt nicht mehr. Die Stimme. Diesmal habe ich sie ganz deutlich gehört. 4 Speier sollen wir öffnen. Dann füllen sich anscheinend alle der Krüge dort mit Wasser. Ja. Gut, worauf warten wir, Link? Zusammen sind wir unschlagbar.
Yeah! Aber Sidon ist ja auch so einer, Namor, der so ein bisschen yeah ist. Deshalb. Für mich zählt absolut alles zu den 100%. Ja, es geht wahrscheinlich um die Map 100%, was Mike meinte. Genau das von Dumster, die Schilder. Ich habe gehört gehabt, das war zählte zu 100%. Okay, dann nicht. Gut. Aber das hier wirkt wirklich ein bisschen... Das sieht echt kleiner aus, der Dungeon. Wisst ihr, warum die Dungeons aber auch so klein wirken? Von außen sind sie jetzt ja nicht so klein aus. Weil man überlegt, den Weg dahin überlegt. Wenn man den Weg da hinten überlegt, sieht es nicht so klein aus. Der Grund, warum die aber so kurz wirken, ist, dass wir nicht in jedem kleinen Raum irgendwo ein Rätsel haben. Überlegt mal die ganzen alten Dungeons in jetzt OT, Skyward Sword und sonstiges. Da war das immer so, dass fast jeder Raum musstest in jedem Raum irgendwas sammeln. Damit du irgendwie weiterkommst. Da musst du hingehen, musst ein paar Gegner besiegen für den Schlüssel. Da musst du das machen und so weiter. Das hast du hier alles gar nicht. Das hast du überhaupt nicht. Du bist die ganze Zeit größtenteils... Du läufst halt einfach nur schnell durch von einem Schloss zum nächsten und gut ist. Du musst nicht vorher 1000 Sachen sammeln oder so. Irgendwelche Schlüssel sammeln. Deswegen fühlen die sich wahrscheinlich wesentlich kürzer an. Die Titanen in BOTW haben sich auch kurz angefühlt. Das ist ja das, was ich schon gesagt habe, was ein bisschen fehlte. Die können das mit den Schlössern gerne beibehalten. Die sollen aber eher noch irgendwie Schlüssel und sowas dazu bauen, dass man die noch holen muss, um weiterzukommen. Dann dauert es länger. Okay. Ich glaube, das wäre so das, was man auf jeden Fall den Sachen noch verbessern kann. Erstmal das und vielleicht so eine Map. Wie gesagt, noch dazu bauen, einen Kompass. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt. Sven, moin. Der Goron-Tempel war ein bisschen knifflig, zumindest für mich. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ich fand den Goron-Dungeon irgendwie auch ein bisschen unübersichtlich. Auch die Map fand ich nicht sonderlich übersichtlich mit den ganzen Schienen. Muss ich auch sagen. Ich weiß noch nicht genau, wo es weitergeht. Die Kugel wird nicht umsonst da liegen. Ich würde gerne auf die Musik auch mal ein bisschen hören. Ich habe für euch halt minimal lauter gemacht. Weil das Spiel ist ja schon überwiegend immer recht leise. Aber halt bei gewissen Szenen ist es wieder laut, ne? Ach, warte mal, das muss ich sauber machen. Kann ich die Kugel dann noch da mitnehmen? Okay, das geht jetzt ging so und jetzt nicht. Vielleicht eine kleine Erhöhung und dann geht das. Ich denke mal, ich muss da draufstehen eigentlich. Okay, das scheint... Entweder habe ich nicht richtig getroffen oder es geht nicht. Doch, das geht. Dann habe ich nicht richtig getroffen. Okay. Die Musik ist schön, was ich bislang höre. Geht das auch? Ja, geht sogar. Okay, es funktioniert. Nur leider habe ich jetzt... Ich weiß nicht, ob die Kugel es schafft ohne mich. Keine Ahnung. Doch, die kommt hoch. Jetzt fällt sie nur ins Wasser, ne? Wo muss sie denn hin? Ist das irgendwie nur das Wasser ablassen? Yes, I can. Und da muss die Kugel sogar rein. Die ist sogar richtig. Hier liegt sogar schon richtig. Keine Hilfe. Nein, ich möchte keine Hilfe haben. Dann brauche ich es ja nicht spielen. Wenn man mir alles sagt. Dann kann ich es ja gar nicht erst zocken. Okay, das muss aber irgendwie oben bleiben. Ich habe es eh nicht gelesen, von daher. Wieso hatte ich die Lösung eh schon? Was wir machen, abgesehen von der Zeitumkehr, dass es oben bleibt. Das bleibt ja nicht ewig oben dann. Auch mit der Zeitumkehr nicht. Aha. Na, wie müsste ich das ja befestigen, dass ich da unten bleibe? Oder? Kann man es irgendwie befestigen da oben? Habe ich hier irgendwas zum Rauflegen, dass ich das da rankleben kann? Die Dinger vielleicht? Na, der Dungeon der Wüste weiß ich ja noch nicht, wie der ist. Kann ich ja dann erst auch... Muss mal gucken, ob ich dasselbe denke, Namor, wie du. Geht das?
nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Schade. Ich komme jetzt nicht mehr ran. Nice. Ich könnte den seitlich ran machen. Das hätte funktioniert bestimmt. Warte, da kann man da hoch? Ach, warte mal, die Rüstung fehlt. Bis jetzt aber muss ich sagen, es ist sehr chillig hier, atmosphärisch eigentlich. Okay, geht's nur hoch. Also mit Zeitumkehr da schnell hinlaufen und das mit dem Wasser machen mit Sidon, würde möglich sein, aber ich glaube nicht, dass es so gewollt ist. Wobei, ihr wisst ja, dieses gewollt gibt's ja hier gar nicht. Dass ich da nicht mehr rankomme, nervt mich ein bisschen. Oder so noch. Ja. Aber irgendwie ist das nicht richtig. Ne, die fällt ja gar nicht. Nein, warte mal, die fällt ja gar nicht runter. Stimmt ja. Ach ja. Die bleiben ja in der Luft. Ich muss den ja gar nicht da oben irgendwo raufsetzen. Ah. Jetzt komme ich aber, krieg die aber irgendwie nicht weggesetzt. So, bisschen runter. Ich muss ja einfach nur ein bisschen in Höhe haben. Dann kannst du wieder ransetzen. So. Ab. Fertig. Ja, die Platten haben wir noch nicht oft gehabt, ne? Die Platten gab es noch nicht oft. Also, ich habe die nicht oft genutzt. Link, guck mal. Das muss für einen der Speier sein. Sieht wie ein Wasserrad aus. Ja, wo ist er denn? Das ist auch die... Sidon und sonst was immer so weit hinten stehen, wenn du was brauchst. Jedes Mal stehen die so weit weg. Wie genau steht... Achso, Wasserrad, ja, klar. Von da aus. Ich glaube... Herr Kagasu, moin. Ich benutze die Platten immer für Schilde von Dummstar. Einer der Speier ist offen. Ja, das funktioniert auch gut. Bleiben noch drei Stück. Interessant, dass es hier aber diesmal nur 3, 4 sind, ne? Anstatt 5, wie bei den anderen Malen. Zumindest bei denen, die wir gemacht haben. Ach, was ich sagen wollte, heute kam ein Patch raus, ne? Wir haben jetzt übrigens, ist jetzt die 2 Wochen nach Release, haben wir es jetzt. Es kam heute wieder ein Patch raus, der ganz viele Bugfixes, Bugs und vor allem die Duplication-Glitches, alle Glitches, die bekannt waren, wurden gefixt. Es wundert mich nicht, dass Nintendo da sehr stark hinterher ist, dass gerade bei dem Spiel es ablaufen soll. Wie ich schon gerne gesagt habe, sollte Pokémon sich da mal ein Beispiel nehmen. Ach, okay, da unten muss ich jetzt hin. Habe ich ja schon hier diesen Abschnitt geschafft. Pokémon sollte sich dann ein Beispiel nehmen. Wie schnell Nintendo hinter diesen ganzen Glitches hinterher ist. Oder Bugs. Ein Pokémon braucht 500 Jahre. Ist der. Ich bin eigentlich schon ein sehr großer Pokémon-Fan und finde es halt einfach nur mega schade, dass es eben so ist. Ich wünsche mir halt da auch was Besseres. Ja gut, aber die Sachen werden ja noch hochgeladen, aber weißt du ja. Ist ja jetzt nicht so, dass die... Wenn du irgendwas verpasst, kommt es ja trotzdem wieder. Ich habe das... Also ich muss ja sagen, Sidon wirkt für mich von der Stimme her irgendwie wieder... Irgendwie von allen wie so ein krasser Anime-Char. Was ich nicht schlecht finde, finde ich irgendwie cool. Okay, also das muss ich schon zugeben. Das fällt mir gerade bei Dungeons sehr stark auf mit Ultra Hand. Dass die FPS doch runtergehen. Das merkt man gerade mit Ultra Hand in Dungeons. Vielleicht, weil hier noch solche Partikel und so rumfliegen. War beim Feuertempel halt auch. Als ich das Video gemacht habe, ist mir das halt auch wieder aufgefallen. Das Kind, was man lieben will, aber immer nur Ärger bereitet bei Pokémon. Eigentlich ja nicht. Wenn die Entwickler halt einmal es anders machen würden, hätten wir das Problem ja nicht. Immer noch bei Version 1.1.1. Ja, ich nicht. Ich habe ja upgedatet. Eigentlich wäre... Bei mir kann es scheißegal sein. Ich hätte es nicht mal updaten müssen. Trotzdem getan. Ich bin immer gerne auf der neuesten Stufe. So, wie ich das richtig sehe. Einfach die Kugel da raufpacken, dann rüber und dann war's das. Warum ist der denn aus? Was ist denn die Plattform aus gewesen? Na gut, wir haben genug Pfeile. Ups. So, bapp. Wobei hätte ich jetzt eigentlich gar nicht mit Pfeil machen müssen, ne? Nur hätte ich nicht mal. Hoch mit dem Ding. Kann ich ihn einfach so hochschieben? Hoch genug? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Das Coole ist, wenn man genug von diesen Plattformen hat, kann man sich immer mehr und mehr... Ich könnte jetzt über diese Plattform noch eine Plattform setzen.
und immer weiter hochgehen mit dem Deckensprung. Dann könnte man sich easy peasy nach oben bringen. Das habe ich. Muss man die einfach nur einsetzen oder geht das so? Wollt ihr da jetzt rein? Nee, nicht wirklich, ne? Genau neben. So, komm rein da. Ach, geht nicht. Der Plattform ist im Weg. Ja, aber klar, ich muss das richtig hinsetzen. Das war auch nicht gewollt, dass die untereinander sind. So. Ah, die ist aus. Ach so. Die ist ja aus. Bitte angehen. Danke. Die Plattformen sind irgendwie echt cool. War das so gedacht? Die Plattform ist wieder falsch. Oh meine Güte. Aber jetzt ganz ran. So, Spiel. Jetzt zufrieden? Immer noch nicht. Dann kann man die ein bisschen kippen. Aber ja, vielleicht mache ich das auch gerade echt falsch. Weil die Kugel bleibt nicht drin. Ne? Ich könnte natürlich die Kugel rankleben. Ich will mal gucken, ob, ich muss ja mal gleich gucken, ob das geht. Okay. Ich versuche mal was. Die Kugel müssen wir wahrscheinlich rankleben. Und dann da die Plattform hoch. Geht das? Ja. Wie sauer die Leute vor ein paar Tagen waren wegen des Home-Updates. Das Home-Update soll jetzt aber doch wirklich bald kommen. Wenn eigentlich wieder was passiert. Hä? Kann den nicht runterdrücken? Muss ich die Plattform darauf fallen lassen? Jupp. Was ist das denn hier? Achso, ja, stimmt. Yakagazu, dankeschön. Ich habe halt auf Reddit und in den YouTube-Kommentaren mehrere Leute gesehen, die das Spiel deswegen nicht mehr spielen wollen. Echt jetzt? Toll, Link. Nun müssen wir nur noch die letzten zwei Speier öffnen. Also, Glitches nutzen, eine oder andere Sache, aber ein Spiel deshalb nicht mehr spielen. Also, wenn man nur noch Spiele spielen kann, weil man glitschen kann, also schummeln oder cheaten, und ohne kann man es nicht mehr spielen, ja, dann sollte man wirklich das Gaming lassen, glaube ich. Also, das sollte, das meine ich damit, das habe ich von Anfang an gesagt, dass leider im BOTW-Bereich fing das ja auch schon so an, das Glitchen scheint so wichtig zu sein, dass das jetzt für die Leute zum Spiel gehört und ohne geht nicht mehr. Bin ich schon ein bisschen schwach. Bin ich schon echt schwach dann. Wenn man sagt, dass man dann das Spiel nicht spielt. Whitey, moin. Ich meine, das war doch klar, dass Patches kommen, oder nicht? Der erste Patch kam auch sehr schnell. Ja, müssen die wissen. Mir soll es egal sein. Ich spiele. Okay. Meine Schwester ist mit den Plattformen gar nicht zurückgekommen. Du hast noch safe schon vorher den Schrein einmal gemacht. Du meinst den Dungeon hier, Sven? Nee, aber ich habe das mit den Plattformen, dass man den Deckensprung daran nutzen kann, was eigentlich klar ist. Habe ich gestern einmal irgendwo gesehen, dass ich deshalb eben jetzt auch sofort dran dachte, das zu nutzen. Aber gut, es ist eigentlich eine normale Sache, ne? Aber wie geht, was soll ich jetzt hier machen? Wie komme ich da jetzt hoch? Die letzten zwei sind auf der Seite. Irgendwie muss ich da ja hochkommen. Und dann ist halt die böse Firma den Spaß verdirbt. Naja. Hasuna, moin. Worüber ich mit dem Nevis vor kurzem gequatscht hatte, dass TOTK so... Es war ja so extrem im Hype. Jetzt ist es irgendwie recht ruhig geworden um das Game. Klar, alle spielen es. Aber auch auf Twitch, ne, muss man sagen, es ist voll ruhig geworden, sehr schnell. Die meisten können es halt sich auch überhaupt nicht angucken, weil alle gespoilert werden. Und keiner sich anschauen. Also viele können sich das nicht angucken, die halt nicht so viel spielen können. Geht das? Ne, bewegt sich nicht. Verstehe ich nur nicht, wo ich nach oben soll. Kann ich hier noch irgendwas mit dem Wasser machen? Ist nur der Weg, oder? Ja. Noch einen anderen Weg nach oben? Kann ich, wenn ich da hochkletter, bringt mir das halt auch nichts. Ja, ich könnte mit Tulins Sturm. Tulins Sturm, sage ich schon. Mit Tulins Fähigkeit da hoch. Ich finde es aber ganz schön, dass sich das doch einige bei mir auf den zweiten Kanal angucken.
Obwohl halt der gar nicht so groß ist. Schaut schon echt viele, muss ich sagen. Freut mich. Gibt auch noch sehr, sehr viele Folgen. Das ist der Wasser-Dungeon, den ich mache. Der ist, also von der Musik her und der Atmosphäre finde ich den halt richtig gut. Wenn übrigens der Sound mal zu laut ist, sag bitte Bescheid. Ich habe nur ein ganz bisschen lauter gemacht, ein kleines bisschen. Dass ich jetzt hier hochkletter, ist nicht... Also es ist möglich, ich könnte jetzt wegen Tulins Fähigkeit darüber jetzt so springen. Und leite hiermit rüber. Klappt das? Ja, okay, nicht ganz. Man könnte es, glaube ich, mit einem perfekten Sprung gut hinkriegen. Aber irgendwie muss ich was mit der Kugel machen. Aber das Zeitumkehr lohnt doch gar nicht. Die kommt doch gar nicht von oben. Kann ich die irgendwie anstoßen? Kann ich sie auch nicht, ne? Ich kann auch nicht mit Ultra Hand irgendwas machen, dass die weiterfliegt. So, und dann bleibt die auch sofort stehen, ne? Da ist irgendwas mit der... Warte, da liegen Waffen rum. Kann man die doch anschlagen? Ne. Kann man die auf einer Waffe fusionieren? Ist das, was sie hier wollen? Okay. Vielleicht ist es das. Ich schmeiße mal irgendwas weg hier, den Zauberstab weg damit. Geht nicht. Daran wurde schon was befestigt? Wurde nicht. Nee, dann geht das nicht. Doch, geht. Aber bringt mir gar nichts. Viele Streamer haben jetzt nur die Story durchgezogen. Ist ja auch gut. Ah, ich kann damit nicht mal Wasser machen. Oh, schade. Ja, so aber. Toll, dann ist das Ding kaputt. Foxy, moin. Und moin, Mel. Wasserkugeln direkt putzen geht auch nicht. Ich verstehe jetzt gerade nicht genau, wie ich da hoch soll. Ich sehe, dass da so eine Schräge ist. Aber ich kann ja hier nichts bewegen. Die bleiben ja alle mal auf der Stelle stehen. Als müsste ich die irgendwie anschlagen, damit die weiterfliegen. Siehst du, Sven? Ich habe nichts vorher gesehen. Ich glaube, ich müsste damit hochfliegen. Oder kann ich das mit meinem Wasser machen? Ah, das triffst du ja gar nicht. Hm. Okay, bin ein bisschen verwirrt gerade. Den gerade weiß ich echt nicht, wie man den bewegen soll. Außer hiermit halt. Was bringt das? Nee, mehr Zauberstab hatte ich hier. Bewegt sich auch kein bisschen weg, egal was ich mache. Wind von Tulin wäre jetzt cool, aber das darf ja nicht Voraussetzung sein, dass wir den brauchen. Weil dann müsste man den Windtempel ja vorher schaffen. Mal umgucken, was ich noch machen kann. Mal gucken, ob... Oh, es geht sogar. Okay, es ist sogar möglich, dass sie vom Wind angetrieben werden. Aber wie ich gerade sagte, das kann nicht das Rätsels Lösung sein. Sonst müsste man den Dungeon vorher machen. Das kann ja sein, dass das hier der erste Dungeon ist. Nee, er schlägt immer geradeaus. Er schlägt nicht nach irgendwie schräg hoch. Oh, ich will irgendwie gerade nicht da oben rüber abkürzen, was bestimmt funktioniert. Ich würde gerne wissen... Wie sich der Entwickler das hier gerade vorgestellt hat. Da hochzukommen. Klar, man könnte auch da hochklettern vielleicht und dann darüber fliegen. Wasserblasen sind ja wohl nicht umsonst da. Hm. Kann man irgendwas mit diesen Plattformen machen? Nee. Kann ich irgendwas damit machen? Ja, kaputt. Was ist so Zufall? Bringt mir jetzt auch nicht viel, ne? Ich meine, ich könnte mir immer mehr Wasserdinger da hinsetzen. Aber es geht ja immer nicht mehr höher. Die gehen immer weg. Ach doch! Ah, die gehen trotzdem weg, ne? Kann auch jetzt nicht einfach viele verbinden hier. Ne, das geht nicht.
Hä? Wenn ich die bloß mal bewegen könnte, zu einer Richtung. Also könnte ich ja so machen. Aber höher komme ich nicht. Dann macht man halt Zeitumkehr und fliegt danach mit denen mit. Aber ich komme ja nicht weit damit. Verstehe ich nicht. Was wollen die von mir? Was wollen die von mir? Mist, jetzt habe ich zu früh ausgemacht. Ich hatte gerade, dass man die Waffe irgendwie verbindet und die Dinger wegdrückt. Das geht halt alles nicht. Da muss ich leider von da oben runter, weil ich weiß echt nicht, was die wollen. Ich kann die Dinger nicht anschieben. Oder haben wir irgendwas gefunden mit Wind machen, dass es dazu gehört? Wenn du das dann nicht mehr hast, dann könntest du es ja trotzdem nicht machen. Das ist ja Quatsch. Das heißt, ich würde in uns jetzt gerade nur die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist mit Tulins Fähigkeit darüber. Ich gerade finde. Ich weiß nicht, wie ich die Dinger sonst bewegen soll. Hochspringen, so. Tulins Fähigkeit nutzen. Ja, und durch die Dingens kommst du locker hier an, aber das ist, ist da unten irgendwas? Das war... Ich meine, klar, es gibt immer mehrere Wege, um das zu schaffen, das wissen wir ja. Aber ich würde trotzdem gerne den Intended Way einmal machen. Mindestens einmal würde ich gerne wissen, wie der ginge. Weil in Videos, die ich mache, baue ich den immer ein. Weil nicht jeder geht als erstes zu Tulin unbedingt. Im Windtempel und macht den und hat dann die Fähigkeit. Ja. Ja, braucht's aber noch nicht sagen. Ich überlege gerade noch selber. Eddie schießt an Stellen, wo ich nicht mal gerafft habe zu schießen. Ich weiß es halt auch nicht, wie man die. Die sollen halt. Ich kann mir vorstellen, dass. Also zumindest ist mein Kopf immer so, die müssen so hochfliegen. Wenn die hochfliegen, muss ich damit mit. Irgendwie muss ich ja nach oben. So, von daher, das ist das bei mir im Kopf. Und da war so eine kleine Schräge, aber ich kann die Dinger nicht anstoßen. Außer mit Wind. Aber den Wind hast du nicht, wenn du den als erstes machst. Man muss immer im Kopf haben, dass man diese Dungeons auch machen kann, ohne die anderen Fähigkeiten. Salva, moin. Von daher versuche ich gerade rauszufinden, wie man das ohne diese Fähigkeit macht. Das muss ja irgendwie funktionieren. Ist hier eine Verbindung? Aber ich finde den Dungeon eigentlich bislang ganz okay. Er ist halt irgendwie noch kleiner als die anderen, muss ich sagen. Dadurch, dass du nur 4 hast, kann man die hier irgendwie verbinden oder platzt das Ding jetzt? Sieht gut aus. Was mir das bringt, weiß ich aber nicht. Sieht aus, als müsste ich hier irgendwas verbinden. Okay, das muss ich eindeutig anstoßen. Kann ich das Ding irgendwie minimal bewegen? Du kannst ruhig mal weg da. Die haben ein paar Platten, okay. Daraus machen wir wahrscheinlich jetzt erstmal einen Weg. Brücke. Ach so, nein. Ach, das ist wie aus dem einen Schrein. So ist das gemacht. Auch gar nicht machen, was ich davor hatte. Einfach so vom Wasser antreiben lassen. Wir hatten ja schon mal einen Schrein, der das genau auch machte. So, jetzt am besten nochmal auf andere Seite machen. So. Funktioniert es auch so? Ist ein bisschen doof gebaut. Naja, Strom ist an, wie ich sehe. Aber wir brauchen noch irgendwas, was weiterleitet. Und das Wasser leitet. Wasser leitet ja. Also lag ich sogar richtig mit der Sache, das hier reinzupacken. Die letzten Stunden ziehen sich aber. Die 2000. Ist hier die 2000 Stunden bei mir hier so wichtig? Ja, aber der geht, glaube ich, sogar noch schneller als die anderen, ne? Also was man... Einen einzigen noch, Link. Man muss aber auch sagen, der von den... Moin Flo. Der von den... Von der Windtempel ist irgendwie gefühlt der längste Weg, da hochzukommen. Der von den Goronen ist der kürzeste Weg, aber sehr durcheinander alles. Und der hier ist der rätselhafteste Weg, wo man vor viel machen muss. Euer Dungeon ist dann kleiner. Ich würde einfach hochspringen. Ich hätte auch einfach mit Deckensprung machen können. Mein Karo.